erste Lauf für Juniore. Der Start ist freigegeben hier in dieser Klasse. Wir sind bereit für den nächsten Lauf und schauen einmal, wer hier ganz vorne zu finden ist in diesem ersten Lauf der Nachwuchsklasse. Es ist die Nummer 17. Nick Kunz auf Platz 1, die Blumenmasse auf der Turm in Niklas Walz, die Rentiere auf 3, Turmbodor auf der 4, Abel Zungs mit Sarah Müller auf der 5, die Drehbeleber auf 6 mit Lukas Brünner. Und der wollte wegschießen, ne? Böse Zungen können jetzt behaupten, der wollte ihn eventuell leicht passieren, ne? Ja. Timo Donners holt sich den 6. Platz mit Sven. Während Nick Kurz hier schon in die nächste Runde geht, der kann sich weiter abwechseln. Stocker, die Marke wohl auf 1, die Wimmerse auf der 2, das sind scheinbar die beiden Topfahrer. Wenn sie das Finale auf 3, Spunkbullock auf Platz 4 mit Steve Schulz mit der Startnummer 307. Dann kommt das Racing Team Abelshof mit der jungen Dame. Sarah Müller ist gut dabei. Und auch die Krebeleber noch mit von der Partie, mit dem Lukas am Steuer. Platz 1 für den Kult, er geht als erstes in die letzte Runde rein, mit Welten, Zimmerling, von den Grünbeutel, die werden jetzt immer langsamer, aber scheinbar leichte technische Probleme. Ja, Rennen ist weiter unterwegs hier in der PS-Hölle von Basel-Bruhl. Wir sind bei den Nachwuchsfahrern. Und auch Lukas Krüger geht jetzt in die letzte Runde. Während Niklas Walz auf den Plätzen immer weiter zurückfällt, kann Nick Kurz hier souverän das Rennen gewinnen. Platz 2 für Strong Bulldog. Auf 3 die Rentiere abgewunken. Das ist bitter für die Schulmäuse. Die werden jetzt durchgereicht. Auch Sarah Müller geht noch vorbei. Holt sich den 4. Platz für das Racing Team Abelshof. Und auf 5 dann die Schulmäuse über die Ziellinie. 6. Platz für Lukas Brüger von den Trebelever.